Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute wollte ich euch mal zeigen, wie man sich für, ja, eigentlich fast umsonst einen Dummy-Lot selber bauen kann. Ja, was wir dafür brauchen, ist einmal ein Glas. Ja, ich denke mal, hat jeder zu Hause irgendwo, wenn Marmelade oder sonst irgendwas leer gegangen ist. Dann brauchen wir ein Stück Lautsprecherkabel. Und ich in meinem Fall benutze hier eine alte Antennenbuchse. Ja, die war ja an meinem Dreco hier befestigt gewesen, den ich auf dem Amateurfunkflohmarkt gekauft hatte. Ja, und da habe ich mir gedacht, brauchen wir ja keine kaufen, hat man ja dann zu Hause. Ja, vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwelche Antennenbuchsen zu Hause, wo ihr mal vielleicht defekte Funkgeräte ausgeschlachtet habt oder ja. Ein defektes Stehwellenmessinstrument oder. Ja, wie gesagt, sowas sollte man eigentlich nie wegwerfen. Kann man immer mal gebrauchen. Wie zum Beispiel jetzt in dem Fall, wo wir uns jetzt hier so einen Dummy-Lot bauen. Ja, als nächstes muss ich im Prinzip erstmal hier ein Loch bohren, damit die Buchse hier eingebaut werden kann. Das werde ich nachher machen, eben im Keller. Und das Kabel teilen wir in zwei Hälften. Einmal brauchen wir für Masse und einmal die Seele. Die entsprechende Länge halt auch. Und die werden wir dann hier auch dran anlöten an den PL-Stecker. Ja, die geht hier rein ins Glas. Dann füllen wir nur noch das Wasser auf. Ungefähr 2/3. Und füllen da ein bisschen Sand. Ein bisschen Salz ein. Kochsalz. Ganz gewöhnliches Kochsalz. Ja, und dann sollte normalerweise die Stehwelle gut sein. Hat man zu viel Salz reingetan, dann muss man natürlich wieder ein bisschen was abschütten, wieder mehr Wasser reintun. Oder hat man noch zu wenig drin, dass man vielleicht gerade eine Stehwelle von 1 zu 1,5 hat, dann muss man noch ein bisschen mehr reintun. Aber wie gesagt, dann ist es immer nur ein bisschen, ne? Ja, und dann, wenn man die Stehwelle von 1 zu 1 erreicht hat, ist der Dummy-Lot eigentlich fertig. Den kann man auch kurzzeitig mal ein bisschen mit mehr Power zum Senden benutzen. Aber so 30, 40 Watt oder so, denke ich mal, macht der locker. Ja, ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich das Loch hier im Deckel gebohrt habe. Oder sag einfach, wenn dich das interessiert, weiter nach der Werbung, nach dem Intro. So, willkommen zurück. Ich habe da gerade in der Zeit, wo ihr euch das Intro angeguckt habt, eben im Keller das Loch gebohrt. Ja, natürlich nicht nur das Loch, sondern auch noch die Befestigungslöcher, um die Buchse nun hier jetzt komplett festzuschrauben. Ja, ich würde sagen, ich schraube das mal eben feste und melde mich gleich wieder. So, die Buchse ist nun angeschraubt mit 4 Schräubchen. Ja, und jetzt brauchen wir uns eigentlich nur noch an die Kabel machen. Warte mal, ich hole mal eine bestimmte Länge, das ist noch zu viel. Ich würde sagen, kann man die also schon mal locker bis dahin abschneiden. So, die müssen wir jetzt noch entteilen. Und abisolieren und dann noch verlöten. So, dann mache ich auch schon mal meine Lötstation an. So. Take hold.
weiß keiner vor. Mein Skip ist Happy Peppy, ihr kennt's mich ganz genau. Ich bin ein super Breaker, das sag ich ohne Schmäh. Ich bin immer Tag und Nacht auf der QRG. Daisy 1, Barbarella, Niki, Playboy, Schürzenjäger. Falke, Heidi, Roter Stern, Pepito, Hosenträger. Uniform, November, Whisky, bitte kommt herein. Lasst's mich nicht allein. Liebe Kollegen, das Brecken ist ein Segen. Tratz die Kasteln auf und hört's mir zu. Ihr ruft CQ, CQ, CQ. Ich hör da eine Station mit Santiago 9. Der Radio wird die UKW. Gebreka, komm herein. Was hast du für ein Kasterl und wo ist dein QTH? So stark wie du ist niemand bei mir da. Hi, hi, ich glaub, du willst mich rollen. Du sagst, du redst vom Mond. Von das weiß, pass gut auf, die FÖ kommt zu dir rauf. Dann haben's dich auf jeden Fall, weil die Post ist überall. CQ, CQ, wer ist QRV? Mein Skip ist Happy Peppy, ihr kennt's mich ganz genau. Ich bin ein super Breaker, das sag ich ohne Schmäh. Ich bin immer Tag und Nacht auf der QRG. So, eigentlich schon. Hä? Oh. Ja, das ist, weil hier keine richtige Info ist. Das war der Rauchmelder. Auch nicht schlecht. CQ, CQ, wer ist QRV? Mein Skip ist Happy Peppy, ihr kennt's mich ganz genau. Ich bin ein super Breaker, das sag ich ohne Schmäh. Ich bin immer Tag und Nacht auf der QRG. Daisy 1, Barbarella, Niki, Playboy, Schürzenjäger. Falke, Heidi, Roter Stern, Pepito, Hosenträger. Uniform, November, Whisky, bitte kommt herein. Lasst's mich nicht allein. Liebe Kollegen, das Brecken ist ein Segen. Tratz die Kasteln auf und hört's mir zu. Ihr ruft CQ, CQ, CQ. Ich hör da eine Station mit Santiago 9. Der Radio wird die UKW. Gebreka, komm herein. Was hast du für ein Kasterl und wo ist dein QTH? So stark wie du ist niemand bei mir da. Hi, hi, ich glaub, du willst mich rollen. Du sagst, du redst vom Mond. Von das Weiß, pass gut auf, die FÖ kommt zu dir rauf. Dann hab's dich auf jeden Fall, weil die Post ist überall. CQ, CQ, wer ist QRV? Mein Skip ist Happy Peppy, ihr kennt's mich ganz genau. Ich bin ein super Breaker, das sag ich ohne Schmäh. Ich bin immer Tag und Nacht auf der QRG. Seiner OB. Sie haut ihren Garten nieder, weil das Brecken war jetzt wieder. Liebe Kollegen, das Brecken ist ein Segen. Tratz die Kasteln auf und hört's mir zu. Ihr ruft CQ, CQ, CQ. So.
Jetzt haben wir hier beide angelötet. Seele und Minus, also Masse. Wollen wir eben gucken, ob das von der Höhe reicht. Ja. Ja, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Wasser einfüllen und Salz. Und dann wird der Dummy fertig. So, ich habe das Wasser bis hierhin eingefüllt. Kann man, glaube ich, sehen, oder? Ja. So, ich habe ein bisschen Salz. Ich habe jetzt nur einen Salzstreuer mal mitgenommen und schütte jetzt mal hier ein bisschen Salz rein. So. Wollen wir erstmal abwarten. Womit kann ich ihn jetzt mal umrühren? Ja, womit kann ich jetzt umrühren? Nehmen wir hier. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das SWR sagen wird. So, mal anschließen. So, und wenn ich jetzt hier mit der Stabo sende, SWR ist, hier ist voller Ausschlag, aber das SWR ist noch nicht gut. Da sind wir jetzt gerade mal bei 2,5, okay? Also mehr Salz rein. Ich hoffe nicht, dass es von Anfang an schon zu viel war. Dann wäre jetzt das SWR gleich noch schlechter. Naja, sehen wir ja. Wenn nicht, müssen wir wieder Wasser abschütten und frisches Wasser reintun. Aber ich gehe jetzt doch mal davon aus, dass das SWR jetzt gleich besser ist. So, Deckel wieder drauf. Und ich drücke. Nein, es ist schlechter geworden. Bedeutet, ich muss Wasser abschütten. Okay, dann stoppe ich mal eben hier. So, ich habe jetzt wieder Wasser abgeschüttet und frisches Wasser reingetan. Und nun haben wir schon fast eine Stehwelle von 1:1. Fast. Ja, da ist Ausschlag. Hier ist 1:1. Allerdings sende ich jetzt auch hier nur mit, ja, hier nach 700 Milliwatt. So, wir können aber gleich mal die Anytone dran machen. Die wirft ja doch mehr Watt, um zu gucken, wie dann das SWR ist. Ich stopp nochmal. So, ich muss aber auch mal schon mal einiges dazu sagen, dass der für viel Watt, also 40 Watt oder so, auf jeden Fall nicht zu gebrauchen ist. Nein, doch. Habe ich gerade ausprobiert. Also sagen wir mal bis 4 Watt, dann geht aber auch schon das SWR deutlich höher. Ja, also ab 4 Watt würde ich den schon nicht mehr benutzen. Aber ich kann das ja auch mal eben demonstrieren. Wie gesagt, wir senden jetzt momentan mit 2,5 Watt. Stehwelle ist 1:1,2. Ja, sieht man ja. So, und wenn ich jetzt mit der Sendeleistung höher gehe, jetzt haben wir 3 Watt, da ist schon das SWR auf 1:1,3. Und wenn ich jetzt auf 4 Watt gehe, jetzt bin ich bei 4 Watt, da haben wir schon ein SWR von 1:1,5. Das sagt auch hier oben die Anytone. Ja. So, und wenn ich jetzt noch höher gehe, jetzt sind wir bei 5 Watt, da ist das SWR schon auf 2.
bei 6 Watt schon über 2, bei 7 Watt sind wir schon auf 2,5. Wenn ich auf 3 Watt gehe, auf 10 Watt gehe, dann habe ich schon SWR von 1,3. Also, ja, da möchte ich auch gar nicht lange drücken. Ja, aber so kann man sich zumindest auf die Art und Weise behelfen. Für so kleine Tests zum Beispiel. Weil man muss sich nicht direkt so ein Dummy-Load kaufen. Ja, ich würde sagen, das reicht dann erstmal und ich melde mich nochmal von der Seite. Ich habe da nochmal ein anderes Video gesehen. Und zwar hatte der Robert auch genau solch einen Dummy-Load gebaut. Allerdings war sein Glas, glaube ich, größer wie hier mein Marmeladenglas. Ja, und er hat auf jeden Fall auch die beiden Pole weiter auseinander gemacht wie ich. Ja, und das hat mir so zu denken gegeben, weil er konnte ja, glaube ich, bis 100 Watt oder so längere Zeit senden. Und ja, trotzdem war das SWR besser. Ja, ich habe jetzt die Pole auch mal weiter auseinander gemacht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich kann ja nochmal aufmachen. So, und wie man sieht, die sind jetzt hier auch weiter auseinander. Ja, ich vermute mal auf jeden Fall jetzt gleich. Und jetzt ist auch das SWR besser. Also, ich sende jetzt nochmal mit der Eniton und gehe erstmal mit der Sendeleistung runter. So. Wir senden jetzt mit 3 Watt ungefähr und das SWR ist 1:1. So, muss ich jetzt hier natürlich nochmal ausregeln. So, aber sieht man ja. Und Stehwelle ist 1:1, bewegt sich minimal. So, dann gehe ich jetzt mit der Wattzahl mal höher. Ich bin jetzt mal bei 10 Watt. So, bei 10 Watt ist mein SWR auf 1:1, ja, fast 3. So, dann gehe ich mal hier, schalte ich hier schon mal auf 100 um und habe hier sogar, sehe ich gerade, über 15 Watt schon. So, dann drehe ich weiter. Und jetzt habe ich volle Kanne aufgedreht. Also hiernach wären jetzt 35 Watt ungefähr. Ja, und da ist das SWR auf jeden Fall höher. Ja, aber so weit kam ich vorher nicht. Ich meine, da war schon bei kleinerer Leistung das SWR weit unten. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich zu viel Salz habe. Das könnte ich jetzt nochmal probieren. So, ich habe noch mal eine neue Salzlösung gemacht und jetzt ist das SWR auf jeden Fall besser. Wir haben jetzt erstmal kleine Leistung. So, hier muss ich jetzt SWR nachregeln. Wieder Vollanschlag und SWR ist 1:1. Noch nicht 1:1,1, also darunter noch. So, wir senden aber auch jetzt nur mit 3 Watt ungefähr. Ja, und die kriegen wir, genau, 3 Watt, die wir auch angezeigt kriegen. So, jetzt drehe ich mal die Leistung höher und gehe hier mal auf 10 Watt laut dem Messgerät. So, jetzt muss ich natürlich wieder das SWR hier zurückdrehen. Haben wir gemacht. Jetzt wieder auf Vollanschlag. Und wir gehen wieder auf Watt. Und haben jetzt ein SWR von 1:1,1. So, und wenn ich jetzt die Leistung noch höher drehe, ich schalte mal hier auf 100 schon mal. Wir sehen auch, jetzt haben wir über 10 Watt. Also fast schon 15 Watt. Ich gehe jetzt mit der Leistung höher. Bin jetzt hier auf 20 Watt. Und das SWR ist jetzt auf 1:1,2 gegangen. So, ich gehe nochmal weiter und habe jetzt voll aufgedreht. Somit haben wir fast, ja, ich würde sagen 35 Watt.
weil der andere Strich dahinter wäre ja 40 Watt. Und ja, da haben wir jetzt natürlich ein SWR. Achso, nur mal gucken. Oh, da muss ich erstmal wieder zurückdrehen. So. Ja, und da haben wir immer noch ein SWR von 1 zu 1,2. Also auf jeden Fall schon mal deutlich besser, wie ich das zuerst gemacht habe. Also diese beiden Pole sollten schon weit auseinander sein. Und dann hat man auch ein besseres SWR. Ja, das wollte ich nochmal hinzufügen. Weil ich hatte mich schon gewundert, dass man wirklich nicht mehr wie 4 Watt machen kann. Und ja, also Pole weiter auseinander. Je weiter die Pole wohl sind, umso besser ist dann auch das SWR. Ja, und so haben wir hier auf jeden Fall ein SWR von 1 zu 1,2. Zwar keine hundertprozentigen 1 zu 1, aber ja, damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Ich denke, ihr wahrscheinlich auch. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, ich sage erstmal danke, dass du bis hierhin dran geblieben bist und ich hoffe, dass dir das Video vom Dummy-Lot gefallen hat. Ja, so kann man sich also günstig ein Dummy-Lot zum Nulltarif selber bauen. Oder wenn man so eine Buchse nicht hat, ja gut, dann muss man die sich holen. Aber ich denke mal, Kabel hat jeder zu Hause irgendwo und so ein Glas, Marmeladenglas oder so auch. Ja, und dann steht dem Bau eigentlich nichts im Wege. Ja, gut, ich würde sagen, das wird es gewesen sein. Wenn du mich nicht abonniert hast, kannst du das ganz gerne tun. Einfach auf Abo klicken und dann am besten noch die Glocke drücken auf All. Und somit verpasst du eigentlich nichts mehr, wenn auf diesem Kanal sich irgendwas tut. Ob ich online gehe, also live auf dem Stream gehe, ob ein neues Video veröffentlicht wird oder ob ich nur in der Community mal reinschreibe. Dann bekommst du immer Nachricht und verpasst also somit nichts mehr. Ja, ansonsten kann ich nur noch sagen, danke fürs Schauen, danke für eure Kommentare, für euren Daumen nach oben und sag bis zum nächsten Video. Ciao, euer Jörg.